So, hallo und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es geht wieder mal um ein kleines Update, was das Training angeht. Ich weiß, es hat lange gedauert. Ich möchte mich da auch mal entschuldigen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt regelmäßiger mit den ganzen Videos, denn ich schaffe es nicht immer mitzufilmen, da ich ja auch irgendwann mal, also mit Kamera ist das ja immer so, man konzentriert sich ja dann darauf, dass alles passt und so und hat nicht hundertprozentigen Fokus im Training. Das ist leider so. Mal schauen, ob ich das trotzdem öfters gebacken kriege. Hier auf jeden Fall wieder Brust-Bizeps-Training. Hier angefangen mit ganz normalen Kurzhantel-Schrägbank-Drücken, wie die anderen Videos auch. Nur zur Information, das sind Handschuhe und keine Zughilfen, weil, naja, Zughilfen für eine Push-Übung ist eigentlich ein Bullshit. Ja, deswegen also nicht verwechseln und keine Hate-Kommentare schreiben. Das sind nur Handschuhe, die mir einfach helfen, besseren Grip zu machen. Hier noch der zweite Aufwärmsatz mit, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das sind die 16er Kurzhanteln. Ja. Und ansonsten, ich kann diese Übung wirklich sehr empfehlen für Leute, die, sag ich mal, schon ein bisschen länger Brust trainieren. Man braucht, sag ich mal, schon ein bisschen Gefühl für diesen Freihandel, für dieses Freihandel-Ding, um da wirklich eine kontrollierte Bewegung hinzukriegen. Dieses Gewicht, das erinnern wir uns, das letzte Mal habe ich das viermal geschafft im letzten Video. Hier auf jeden Fall eine Kraftsteigerung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schaffe. Hier am Anfang noch mit Schwierigkeiten. Einmal, zweimal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt hier drücke. Auf jeden Fall eine tolle Übung. Und mit den Handschuhen habe ich einfach die Möglichkeit, einfach nochmal einen schöneren Grip reinzukriegen und ja, man spürt die Brust eigentlich relativ gut und was schön ist, man muss bis ganz runter gehen, wirklich, dass man die volle Dehnung drin hat und oben dann versuchen ein bisschen zusammenzugehen, denn sonst kann man direkt mit der Langhantel das Ganze machen, wenn man oben nicht zusammengeht. Jo, das sind jetzt die 22er halber. Nee, die 23er Kurzhanteln sind das jetzt, ja. Und ja, das war das letzte Mal tatsächlich mein Maximalgewicht. Jetzt drücke ich, glaube ich, 5-6 Mal. Ich bin mir gar nicht sicher, oder waren es 4 Mal? Ich glaube 6 Mal, ne? 6 Mal ist auf jeden Fall eine Kraftsteigerung zu sehen, obwohl ich mit der Fresserei eigentlich ein bisschen langsam gemacht habe. Sind auf jeden Fall ein paar Kraftgains da. Wenn ihr das öfters macht, dann ja, gewinnt ihr auf jeden Fall an Kraft. Jetzt hier, das sind jetzt die 25er Kurzhanteln. Beziehungsweise, nee, das sind die 26er. Ich zähle noch das kleine Hantelstängchen immer mit, also 26 auf jeder Seite, macht insgesamt 52, dürfte ich hier viermal drücken. Es ist wirklich sehr anstrengend gewesen an diesem Tag, ich war nicht top in Form, und ja, dann geht es einfach nur noch im Maximalbereich darum, möglichst saubere Wiederholungen zu machen. Hier jetzt die 28er und da habe ich leider versagt, wie man hier sieht, es hat nicht mehr viel gefehlt, ich versuche es hochzudrücken, aber ich schaffe es einfach nicht mehr und lasse es dann lieber gut sein, mache weiter mit dem Bizeps-Training, dann auch im Tanktop. Ja, weil ich dann richtig schön warm war. Hier eine Variante, die ich mal euch vorstellen möchte, die ich auch sehr empfehlen kann als Variation. Stellt euch mal mit dem Rücken an die Wand, ja. Dann ist das nämlich eine viel konzentriertere Übung. Ihr nehmt eure Schultern nicht so viel mit, ihr könnt nicht so viel Schwung nehmen. Viel konzentrierter, hier noch der erste Aufwärmsatz. Mit, ich weiß nicht, schlag mich tot, wie viel Gewicht das jetzt ist. Da braucht man auf jeden Fall nicht die fettesten Gewichte. Man kann natürlich auch im Maximalkraftbereich mit höheren Gewichten trainieren. Ich mag es gerne. Jetzt beim Aufwärmsatz zähle ich meistens nicht mit. Dann mache ich so lange, bis ich einfach nur ein krasses Ziehen im Bizeps habe und einen Pump. Kriegt auf jeden Fall einen sehr guten Pump und es ist ein ganz anderes Gefühl. Also kann sein, wenn ihr es nicht gewohnt seid, dass ihr sehr früh schon versagt, sage ich mal, dass ihr dann die Hantel nicht mehr gescheit führen könnt und so Sachen. Das kann passieren. Deswegen, also die Übung mal ausprobieren, ist wirklich eine sehr schöne Übung. Ich greife hier relativ breit, schulterbreit circa, auch wieder mit den Handschuhen. Ich habe mir es einfach angewohnt, in letzter Zeit mit Handschuhen zu trainieren. Ist auf jeden Fall eine schön isolierte Übung hier auch für den Bizeps. Und ja, wie gesagt, da mache ich jetzt so 12 bis 15 Wiederholungen. Ich bin in diesem Bereich zu Hause mittlerweile und ja, also ich finde, damit kann man schon ganz gut arbeiten. Auch wenn ich jetzt nicht die dicksten Oberarme habe, zugegeben, aber das brauche ich für meine Sportart nicht, denn meine primäre Sportart ist ja nicht Bodybuilding, sondern eine andere. Und der Kraftsport dient quasi nur, um die auch zu verbessern. Ja, hier jetzt dann schon mit etwas schwererem Gewicht. Ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt schon die, das dürften 20 Kilo sein jetzt insgesamt, also 20 Kilo, ganz easy, 12 Mal oder 10 Mal. An der Wand wirklich nochmal viel schwieriger. Man muss sich dann wirklich auch zusammenreißen, weil es unheimliche Schmerzen teilweise sind, diesen Pump.
und dann noch kontrolliert runterlassen, die Negativen mitnehmen. Ihr habt so einen Pump, das ist heftig teilweise. Und hier jetzt noch der letzte Satz mit dem Gewicht von 25 Kilogramm. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt regelmäßiger, vielleicht auch mal wieder mal ein anderes Training abzufilmen. Vielleicht mal das Rücken- und Nackentraining mal wieder. Mal schauen, hier auf jeden Fall noch der letzte Satz mit einem krassen Bizeps-Pump. Und das ist eine Übung, die ich sehr gerne zwischendrin mache. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in Bälde bei einem neuen Trainingsvideo. Und ja, bleibt einfach fit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.